Hallo, ihr lustigen Staatsbediensteten oder Revolutionäre. Ich begrüße euch hier zurück zu Beholder. Oh, der trinkt. Das ist legal. Die macht Musik. Das ist legal. Wieder mal ein paar Informationen zusammengegathert. Der hat jetzt hier den Erpresserbrief umgesetzt. Jetzt muss ich den Sohnemann wieder zurückholen. Jetzt klingelt das Telefon. Hier wird wieder illegal gelesen. Oh Mann. Was für ein Stress, ey, jetzt hier das alles die ganze Zeit zu machen. Wird richtig, richtig stressig, das Spiel. Hörer abnehmen. Das Ministerium, ein Notruf. Ministerium für Ordnung. Antoine Grubitsch, der Vaterlandsverräter, war eine ganze Woche lang in Ihrem Haus. Obwohl er unser verdeckter Ermittler bei der revolutionären Einheit ist, werden Sie wegen Mitwisserschaft... Was? Wollt ihr mich verarschen? Ihre Aufgabe ist es, zu beobachten und alles zu melden, was hier passiert. Wenn Sie das nicht machen, sind Sie entweder ein Verräter oder haben die Umstellung verschlafen. Das ist unerträglich. Sie erhalten ein Bußgeld. Was? Was soll denn der Mist? Boah, ey, du kannst hier echt niemand trauen, ey. Ey, ganz im Ernst, ich will den... Ich hab's doch gewusst, dass der beim Ministerium arbeitet, aber ich bin da irgendwie nicht drauf gekommen. Ich dachte... Oh, Mann, ey. Über eine wichtige Aufgabe sprechen. Über Arbeit, über die Regierung sprechen. Was für eine Aufgabe haben Sie denn? Was meinen Sie? Ich bin nur auf der Durchreise. Ich ziehe hier ein um ein paar Tage in einem Hotel Klasse B. Wenn die Flugblätter, die Sie da drucken mussten... das meinen Sie? Eine kleine Aufgabe, die ich zu Hause erledigen wollte. Keine Sorge, es wird die Mieter nicht stören. Ey, ohne Witz, ey. Das ist ja mal... Über die Arbeit für die Regierung sprechen. Sie arbeiten für die Regierung. Na klar, arbeite ich für die Regierung. Alle Bürger arbeiten für das Wohl unseres großartigen Staates. Ich spreche über etwas anderes. Sie hintergehen Danton und ihre Bewegung. Fahren Sie zur Hölle, Karl. Ich bin nur ein Techniker in der Druckerei. Wenn hier etwas passiert, geht Sie das nichts an. Wenn Sie etwas gefunden haben, heißt das, dass Sie es herunterwerfen würden. Was? Oh, herunterspielen würden. Lassen Sie mich in Ruhe. Nein, das würde ich nicht. Was möchte er denn jetzt? Was ist das? Erzählen Sie mir von der Bewegung, der Sie sich angeschlossen haben. Welche Ziele und Aufgabe hat sie? Das ist Quatsch. Es gibt keine Bewegung. Mein Hauptziel ist es, gut zu essen und über das Planziel zu erreichen. Sie lassen mich diese Aufgaben jetzt gefälligst erledigen. Okay, und was möchte er jetzt haben? Brauchen Sie etwas? Ich brauche ein paar Dinge für die Arbeit, die ich zu Hause erledigen wollte. Ich kann den Abgabetermin nicht einhalten und darf hier keine Minute weg. Ich wäre dankbar, wenn Sie mir Schere und Farbe bringen könnten. Ich werde sehen, was ich tun kann. Boah, na Teufel. Farbe und... Ey! Das war ja mal eine Verarsche, oder? Also das war ja mal eine Verarsche. Großartig. Ist mir voll drauf reingefallen. Aufgrund der neuesten Vorfälle im Gremium der Universität hat das Ministerium für Ordnung die Schließung aller Gebäude veranlasst. Alle Mitarbeiter werden entlassen, einige Studenten werden in die Lager verbracht und andere in den Krieg geschickt. Toll. Kameraden, wir betrauern diese schreckliche Entscheidung. Was ist das hier? Wahl. Wir haben für Sie entschieden. Bringen Sie das Papier einfach in das Wahlhauptquartier. Wahlen, Wahlen. Was für ein Mist. Es wäre besser, wenn Sie Toilettenpapier anstatt dieses Papierfetzens herstellen würden. Okay. Krass. Es finden Wahlen statt, aber die Wahl ist halt schon vorentschieden, ne? Kann ich irgendjemand anrufen? Nee, kann ich nicht. Ganz im Ernst, ich mag den Typen nicht. Was habe ich denn jetzt eigentlich noch für eine Queste? Warte mal, ich muss mal Pause machen. Okay, wir haben gerade Pause. Sehr gut. Grubitsch bittet um Werkzeuge für die Arbeit. Aha. Folgen Sie Antoine Grubitsch. Das habe ich gemacht. Boah, ganz im Ernst, ich bin echt am Überlegen, ob ich den nicht loswerden will. Der geht mir voll auf den Keks. Mann, nervt mich das, dass wir da gerade eben so dermaßen reingefallen sind. Profil erstellen. Und in der 6 ist allein Druckereimeister. So, senden. Ich versuche ihn nochmal zu erpressen.
Wegen dem Fisch. Das war 6048 vom 8. September. Nein, nicht 49. 48. Kann ich noch ein Profil erstellen über irgendjemand? Ich weiß es gerade eben ehrlich gesagt nicht. Ja, genau, über Margret Zauner. Die wohnt, glaube ich, ganz oben in der 5. Allein. Und ist Bibliothekar. Na, die ist auch im Alkohol trinken. Die Dora wohnt in der 4. Ist Musiklehrerin und wohnt allein. Gibt es wieder irgendetwas? Was ist verboten? Ausländische Medizin ist verboten. Toll. Genau, warte mal. Die können wir vielleicht nochmal erpressen, weil sie ja eventuell Bücher gelesen hat. Das heißt, weil wir die 53 vom 12. Und die wohnt in der 4. So, warte mal. Jetzt ist der Typ ja gerade eben, glaube ich, nicht mehr da. Der ist gerade eben hier. Nein, ich möchte nicht, dass du klopfst. Ich möchte, dass du das... Nein, du sollst das aufmachen. Verklickt und zugenäht. Der Typ scheint gemeingefährlich zu sein. Aber noch tut er nichts. Er hat Molotow-Cocktails gemacht. Das ist natürlich nicht illegal. Natürlich nicht. Pfeil und Bogen hat er auch noch. Oh, er kommt hoch. Okay, ich weiß jetzt immerhin was über ihn. Das kann ich jetzt niederschreiben. Über den Kerl in der 1. Allein und arbeitslos. Aber er hat sich noch nichts zu Schulden kommen lassen. Noch nicht. Es ist schade, dass man die Leute nicht weglocken kann. Warte mal, ich sollte ihm doch was kaufen. Ganz schnell, ganz schnell. Halt! Farbe und Schere war es, ja. Schere. Was ist das hier? Narkotikum. Was? Ein Narkotikum? Aspirinbuch. Bücher, Jeans, Whisky. Wein, Schallplatte. Eine Schere habe ich, aber wo bekomme ich die Farbe her? Oh Mann. Jeans, Bücher. Okay, der raucht. Wieder etwas, was wir jetzt rausgefunden haben. Der geht wieder. Hier sind nur Socken drin. Komm ganz schnell hoch. Dann gucken wir nochmal ganz, ganz schnell, was der Kollege hier alles so vor uns geheim hält. Keine Ahnung, was der jetzt gerade macht, aber... Scharfes Messer. Der Typ ist ja wirklich gemeingefährlich. Aber noch tut er nichts. Naja, er spielt Geige. Das haben wir schon rausgekriegt. So, was haben wir da? Er mag Fußball. Er mag Fußball und mag Leute töten. Unheimlich. Und der macht Sport. Aber sonst scheint er nichts Illegales zu machen. Interessant. Halt, Moment. Ich habe doch, glaube ich, wieder Geld gekriegt, ne? Zumindest besteht die Chance, dass ich Geld bekommen habe. Ja, nimm alles.
So, jetzt kann ich hier ein Profil über ihn erstellen. Über ihn hier, ja, ja. Ich weiß sehr viel über dich. Aber es ist nichts Belastendes. Es ist schlicht nichts Belastendes. Jetzt muss ich irgendwie Farbe finden. Warte mal, ich muss mal suchen. Ich frage mich, warte mal, ich muss wahrscheinlich mit Leuten reden wegen der Farbe, ne? Vielleicht kann meine Frau mir da helfen. Oder irgendjemand anders. Nach der frühen Adresse fragen. Schlaflosigkeit. Geht es Ihnen gut, Dora? Sie können nicht schlafen, richtig? Störe ich etwa? Ach nein, ich frage nur. Ich habe tatsächlich Probleme einzuschlafen. Wenn ich meine Augen schließe, muss ich an all die möglichen schrecklichen Dinge denken. Und die Albträume. Ja, den Grund herausfinden. Ach komm. Kennen Sie den Grund für die Albträume? Vertrauen Sie mir, ich versuche Ihnen nur zu helfen. Ich weiß nicht, aber ich fühle, dass ich Ihnen vertrauen kann. Die Sache ist, dass ich schreckliche Angst vor meinem Ex-Mann habe. Er ist ein schrecklicher Mensch, Karl. Warum hat er sie misshandelt? Wenn endlose Arztbesuche wegen regelmäßigen Prügelmisshandlungen sind, dann ja. Warum haben sie ihn dann geheiratet? Meine Eltern haben mich gezwungen, damit sie ihre Tochter, sagen wir mal, ja, versorgt ist. Das war ihr einziges Lebensziel. Das klingt nicht so toll. Nein, das Schlimmste ist, dass sie nicht jedes Mal, wenn ich mit einer weiteren Verletzung ins Krankenhaus gekommen bin, sich mir zur Seite gestellt haben. Du hast darum gebettelt, das hast du verdient, das ist deine Schuld und so weiter. Deshalb habe ich ein paar Jahre gebraucht, um den Mut zu fassen. Aber nun bin ich endlich geflohen und jetzt verstecke ich mich. Glauben Sie, dass er Ihnen gefolgt wird? Dass er Ihnen folgen wird? Ich bin mir sicher, er hat mich als sein Eigentum betrachtet und er ist sehr reizbar, was sein Eigentum angeht. Das Problem ist, dass er sehr viele Leute im Migrationsministerium kennt. Ich habe Angst, dass er herausfinden wird, dass ich hier bin. Er wird dann hierher kommen und mir alle Knochen im Leib brechen. Ich werde versuchen, das zu verhindern. Sie sind ein guter Mensch, Karl. Na toll. Hilfe anbieten. Ich glaube, Sie brauchen etwas Schlaf. Haben Sie Schlaftabletten? Nein, ich habe nicht an Schlaftabletten gedacht. Ich werde versuchen, welche für Sie zu finden. Sie werden sehen, was eine durchgeschlafene Nacht alles verändern kann. Danke. Aber ich habe gar keine Hilfe erwartet. Okay, Schlaflosigkeit. Ist mit dem Doktore alles in Ordnung? Hallo. Ja, du magst das gesunder reden. Danke für die Hilfe mit der Medizin für meine Tochter. Macht nix. Ah, ja, ja. Der Dialog bleibt leider. Obwohl das Mädchen schon tot ist. Wo ist der Typ hin? Ach, der schläft gerade. Ah, sie raucht. Haben wir auch mal was über sie herausgefunden. Wir müssen mal ihre Wohnung durchsuchen. Hilfsmittel für den Schlaf. Ja, haben wir jetzt momentan halt nicht. Neue sinnlose Gesetze. Es ist einfach nur verboten, in Bars zu gehen. Momentan können wir nicht viel tun. Nein, über die Frau will ich gerade eben gar nichts. Ich möchte eigentlich, dass der Sohn zurückkommt, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Aber warte mal, der hat gelesen. Dann können wir ihn erpressen. Entschuldigung, aber wir müssen gucken, wo wir bleiben und der Staat ist gnadenlos. Am 12. 53. Er wohnt in der 2 und heißt Spack. Er hat Post. Okay. Mann, 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 das wird eine harte Nummer, ey. Oh Mann, ey. Wo kriege ich jetzt die scheiß Farbe her? Warte mal, kann ich mit der Frau vielleicht drüber reden? Ah, sie will natürlich gerade nicht. Oh. Hallo Frau, hör auf zu lesen. Ist eh verboten. Er deponiert Geld. Dann holen wir das halt schnell.
So, alles nehmen. Und Geld haben wir gerade genug. Das ist nicht das Thema. Der macht schon wieder Propagandaplakate. Soll ich den jetzt hier anprangern? Oh. Er hat gelesen! Das reicht mir. Das reicht mir, meine Damen und Herren. So. Tut mir leid, aber ich mag solche Leute nicht, die gerne Menschen töten. Das mag ich einfach nicht. 53 von 12. Ich würde behaupten, es tut mir leid, aber bei dem Typen tut mir es nicht leid. Echt nicht. Wo ist jetzt die Frau? Da hinten ist die Frau. Patrick reden. Ah ja, genau. Ich verstehe nicht, Karl. Ist unser Sohn an einem falschen Ort gelandet? So sieht es aus. Aber wie? Wie ist das möglich? Jeder kennt den Unterschied zwischen Nord- und Südkorea. Ich denke, das Problem ist, dass er an der Universität noch keine Erdkunde-Vorlesung besucht hat. Der Geografielehrer wurde wegen Kartografie-Sabotage verhaftet, bevor das Schuljahr begonnen hatte. Patrick wusste nicht, welches Korea das ist. Oh, Karl, was sollen wir nur tun? Ich habe Angst, dass ich nichts tun kann. Zumindest jetzt momentan. Du weißt, wie die Lage ist. Angeblich ist Nordkorea ein Ort, der einfach zu finden ist, aber schwer zu betreten und möglicherweise unmöglich zu verlassen ist. Armer Patrick. Ja, so sieht es momentan aus. Und jetzt ist der Typ ja fällig. Du gehst nirgendwo hin. Du wirst niemanden töten. Menschliche Schutzschilde und so weiter und so fort. Ey, ich bin froh, dass ich den hier dran kriegen konnte. Das erste Mal, dass ein Gesetz, ein sinnloses Gesetz, irgendwie dann doch mal sinnvoll war. Auch wenn es erst nicht so aussah. Jetzt klingt das Telefon schon wieder. Was hat denn das Telefon jetzt schon wieder? Höre abnehmen, einen privaten Anruf entgegennehmen. Hallo Karl, haben Sie die Informationen für mich? Tja, Grubitsch hat mich mit Anordnungen gefoltert. Nein, alles was... Ich sage einfach, der arbeitet für die Regierung. Ich warne die jetzt einfach. Ich wechsle die Seiten. Wie sich herausstellte, war ihre Person ein Abweichler. Er hat die Flugblätter nicht gedruckt, oder? Oh nein, er hat die Flugblätter gedruckt, aber der Inhalt ist ein bisschen anders. Wenn sie versucht hätten, die Flugblätter wie geplant während des Streiks zu verteilen, hätten sie sich zum Gespött gemacht. Sie haben das Richtige getan. Als sie mir das jetzt gerade eben erzählt haben. Sagen sie ihm nicht, was wir wissen. Er muss tun, was er tun muss. Sie hätten das Geld bereits bekommen haben müssen. Okay, wir haben nochmal Geld gekriegt. So, der ist jetzt weg. Kommt jetzt nochmal ein bisschen was dafür, dass der abgeführt worden ist. Ich kann ja die Bude sofort renovieren. Warte mal, vielleicht kann ich Schlaftabletten hier organisieren. Meine Komplimente. Haben Sie Schlaftabletten? Aspirin? Ah, Narkotikum. Sehr gut, hallo. Was wollen Sie? Nach den Schlaftabletten werden wir jetzt uns mal hier erkundigen. Was wollen Sie? Ja, Sie haben doch... Ich habe Schlaftabletten gefunden, die sollten Ihnen helfen. Oh, das ist so großmütig von Ihnen. Es ist meine Aufgabe, mich für die Mieter zu interessieren, haha. So, das haben wir auch geschafft. Und jetzt tun wir nochmal jemand einziehen lassen. Eine extravagante und pingelige Frau, die Sonora Voiko. Darf die hier mal einziehen? So, die Person wurde festgenommen. Ansonsten kann ich hier gerade eben, glaube ich, nochmal relativ wenig tun. Und ich würde mich freuen, wenn das Spiel mal speichern würde. Ah, und er zieht jetzt aus. Lustig. Kann ich jetzt noch jemanden einziehen lassen? Nee, momentan möchte niemand. Okay. Und jetzt ist die da. Der geht gerade eben. Dann klopfen wir doch gleich mal. Die telefoniert gleich, dass sie angekommen ist wahrscheinlich. Guten Tag, Frau Voiko. Mein Name ist Karl, ich bin der Hauswirt und kümmere mich um das ganze Haus. Gott beschütze Sie, Karl, ich bin Sonora Voiko.
Wie lange werden Sie denn bei uns bleiben? Ich weiß es noch nicht. Ich bin hierher gekommen, um einzukaufen. Mein Bruder Leon Gwitschek hat mir Ihr Haus vorgeschlagen. Ach, die ist das! Okay. Erinnern Sie sich an ihn? Ja, natürlich erinnere ich mich an ihn. So, kann ich sonst was überreden? Über den Leo natürlich. Wie geht es Ihrem Bruder? Er hat seine Arbeit aufgegeben und trinkt. Er hat meiner Familie geholfen, zu ihm nach Norden zu ziehen. Wir leben alle in einem großen Haus. Er hat den Rest des Geldes für Rassehühner ausgegeben. Er wollte sie züchten und sie an der Kantine der Fabrik verkaufen. Aber sie alle sind beim Frost letzten Nacht vertrocknet. Er aß sie und weinte dabei. Na toll. Ich bin wegen der Pelzmäntel gekommen. Pelzmäntel? Ja, ich habe zu Leo gesagt, dass er, da er mich zu sich geholt hat, mir jetzt auch noch einen Pelzmantel kaufen muss. Es ist ja so kalt. Oh Gott, die Frau ist ja gierig, ey. Ich habe Geld von ihm genommen. Genommen vor allem, bevor er es versaufen konnte. Und wir haben nun Hundemäntel. Also, da ich hierher gezogen bin, finde ich vielleicht auch etwas Anständiges. Erstmal nach dem Zuchthühner fragen. Aber warum hat er sich dazu entschieden, die Hühner zu kaufen? Ich habe nur einige Ratschläge gegeben. Meine Bekannte wusste nicht, wem sie diese Hühner andrehen soll. Also habe ich meinem Bruder ein Angebot gemacht. Boah, die Frau ist ja fürchterlich. Wussten Sie, dass Sie sterben werden? Oh, sagen Sie das nicht. Sicherlich nicht. Ich habe meinen Freund nur etwas geholfen, Geld zu verdienen. Na toll, ey, die Frau ist ja unmöglich. Es ist eine schlechte Idee, den Rest des Geldes für einen Pelzmantel auszugeben, oder? In der Tat. Sie haben doch Kinder. Sie haben Übermäntel, also wird Ihnen nichts geschehen. Aber ich will auch den Pelzmantel. Na toll. Nach dem Geld fragen. Haben Sie nicht bereits alles Geld ausgegeben? Nun ja, der Umzug, Renovierung des Hauses, Hühnerpelzmantel, so viel Geld war nicht vorhanden. Wenn Sie mir helfen könnten, mein Geld in ein großes Geschäft zu investieren, dann hätten wir so viel Geld, dass wir uns ein Ferienhaus kaufen könnten. Ist das Ihr Ernst? Mein Bruder ist ein Lump, der nichts anderes außer Werkzeugmaschinen im Kopf hat. Ich wünschte, ich hätte gewonnen. Dann würde ich alles Geld investieren und es vermehren. Und Sie sind genauso ein Lump wie er. Na toll, na toll. Ich mag diese Frau nicht. Aber ich muss jetzt irgendwie eine Möglichkeit finden, dass dieses Spiel hier mal abspeichert. Sie mag Kopf. Was ist das für ein Geräusch? Ist ernsthaft Sie? Also, ich bin jetzt gerade eben einfach nur dabei, herauszufinden, wie ich dafür sorgen kann, dass dieses Spiel endlich mal abspeichert. Das ist gerade eben hier mein größtes Problem, denn ich möchte eigentlich eine Aufnahmepause einlegen. Manu! Es kommt endlich her, dass ich mit dir reden kann. Was wollen Sie? Fragen, was sie will. Was wollen Sie denn? Das ist ein sehr privates und vertrauliches Thema, Karl. Ich bin so eine Art Experte für persönliche Probleme. Ich habe nachgedacht und meine Möglichkeiten abgewogen. Mein Ex-Mann, er war nur gegenüber mir so mutig. Und an die Waffenfabrik, die nennen ihn löchriger Arsch, okay. Und alles nur, weil er mal ein geladenes Gewehr fallen gelassen hat und sich damit in den Hintern geschossen hat. Für ihn war das nur ein Kratzer, der in eine Woche schon weg war. Aber es hat für ein halbes Jahr lang, aber er war für ein halbes Jahr lang fast jeden Tag geschlagen. Aber er hat mich, okay, sie. Außerdem hat er seither Probleme bei der Arbeit, weil er jetzt Angst vor Schusswaffen hat. Also, Karl, ich brauche eine Schusswaffe. Es ist der einzige Weg, wie ich mich gegen meinen verrückten Ex-Mann wehren kann. Echt jetzt? Schusswaffenbesitz und Benutzung sind verboten. Ich bin in Todesgefahr, bitte helfen Sie mir. Ich habe keine Ahnung, wo ich das bekommen könnte. Ich bin mir sicher, dass das kein Problem für Sie ist, Karl. Werden Sie mich retten? Ich werde sehen, was ich machen kann. Okay, und damit haben wir auch unsere Speicherung. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute. Das nimmt ja jetzt hier gerade eben nochmal einen fiesen Twist. Ich glaube, so wie das Spiel aufgebaut ist, der Ex-Mann wird auftauchen und entweder wird er sie totschlagen oder sie wird ihn erschießen. Also entweder haben wir uns schuldig gemacht durch eine aktive Tat oder durch Unterlassung. Wir werden sehen, was kommt. Wir müssen uns entscheiden. Schauen wir mal. Macht's gut, bis dahin. Schöne Zeit. Tschüss und... Ade.